nächsten Sommer schon auf dem Mond landen. Sohn hat mich in der Klemme. Ich gehe in Deckung. Das verdammte Tier hat unseren Jungen umgebracht. Verschafft mir etwas Zeit. Ich werde auf den Grab schießen. Ich werde nicht mit groß. Ich bin auch übrig, Junge. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Weit kann er nicht gekommen sein. Halt ihn im Auge. Alles sauber hier. Hab mir fast in die Hosen geschissen.
Leben weg, du Ratte. Ich bin in Tick vor. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Etwas Geduld, bin sofort da. Ich brauche eine neue Kiste in Tick vor. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Dein Geld ist bei mir immer sicher. Das war schön. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß, dass du schätzt. We'll be right back.
Muss Schutz suchen! Scheiße, mach ihn an! Der verfasst sich im Staub! Ich muss nachladen! Ach, verflucht! Granate! Folgt mir, ihr Deppen! Flieh um dein Leben! Thank you.
Ich brauche eine neue Kiste. Ich bin in Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Bin gleich da. Siehst du was, was du brauchen kannst? Okay, zeig was du auf Lager. Wie bestellt. Ich bin in Tick vor. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Ich bin gerade auf dem Sprung, muss woanders hin. Ruf mich später nochmal an. Schon da.
Hey, Lock, treib keine Spielchen! Wahrscheinlich ist er längst weg. Der hier ist steifer als der. Hin und sie nach. Was ist das denn hier? Die Ratte hat sich aus dem Staub gemacht. Manchmal brennen wir das Zeug selber, aber meistens ist es leichter, es jemand anderem zu klauen. Also sage ich mal. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Bin gleich da. Ich bin in Point Verdun und brauche einen neuen Wagen. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Willst du was einzahlen, Darling? Pass gut drauf auf. Bonsoir, cher.
ersatzheiße Reifen, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. Zu pfeifen. Wir haben keinen Schimmer, wer in der Nähe ist. Oh, hast du plötzlich Schiss? Scheiße, wir sind voll auf dem Präsentierteller. Bereit zum Schießen. Ich suche Deckung. Ich verzieh mich.
einen Whisky, um kein Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Schick mal jemanden auf. Bin gleich da. Bin dabei, Junge. Ich lass mich schon mal warm laufen. Irgendwas, das ich für mich aufbewahren soll. Oh. Direkt in die Bank. Hoffentlich wurde niemand verletzt. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen.
Bayou kommt gerade eine Lieferung Gras rein. Besorg dir ein Boot und bring sie her. Gott vergiss nicht, was diese Wichser diesem Ort angetan haben, Mr. Clay. Und ich auch nicht. Vor mir versteckt. Grüß Satan vor mir, du Pisser! Geh und mach's mit deiner Mutter! Ich such Deckung! Irgendwo!
Thank you.
geht's dir? Ich stecke hier in Frisco. Etwas Geduld, bin sofort da. Willst du was einzahlen, Darling? Wehe, du verlierst das. Einmal Auto. Okay, ich werde. Das ist eine große Hilfe. Gott vergiss nicht, was diese Wichser diesem Ort angetan haben, Mr. Clay. Und ich werde das auch nicht. Ah, hey, hallo, Frey. Wie läuft's mit dem Gras? Hab's unter Kontrolle. Gut. Ich höre nämlich, dass diese Dixie Bouzin immer öfter unsere Lieferungen stören. Sie können es versuchen, solange Sie wollen. Das ändert nichts. Bist du unter die Künstler gegangen? Meine Frau hat kleine Zeichnungen auf alles gekritzelt, was ihr in die Finger kam. Oft hat sie nicht einmal gemerkt, was sie da tat. Und trotzdem, jeder Strich war Perfektion. Ist sie noch in Haiti? Ja. Sie ist dort begraben. Schätze, wir haben alle einiges verloren. Unsere Schicksale, Frey, lassen sich nicht vergleichen. Ich mache einen Neuanfang. Bieg unsere Sache wieder gerade. Und du glaubst, das geht, indem du den Tod unserer Angehörigen vergleichst? Papa Doc ließ meine Frau foltern, um mich zu finden. Meine Kinder hat er von den Tonton Makut totschlagen lassen, um Kugeln zu sparen. Meine Frau sind von den Elektroschocks die Augen geplatzt. Meinem kleinen Jungen haben sie das Gesicht angeschlagen. Und meinem kleinen Mädchen hat den Kopf abgehauen. Sie hat nichts getan.
Du und ich, Freier, wir haben nichts gemeinsam. Mach keine, du bist ein schlechter Mensch. Gar keine Frage. Aber nur weil ein schlechter Mensch tötet, heißt das ja nicht, dass seine Opfer unschuldig sind. Bei Leuten wie uns gibt's keine Unschuld. Zumindest nicht lange. Fuck. Ich weiß nicht mal mehr, wie sich das anfühlt. Ich schon. Früher mal. Aber je mehr Blut ich an meine Hände bekomme, desto schneller verblasst dieses Bild. Aber das ist jetzt unwichtig. Im Moment zählt nur, dass wir unser Gras von der Dixie-Mafia zurückholen. Aber das ist jetzt unwichtig. Im Moment zählt nur, dass wir unser Gras von der Dixie-Mafia zurückholen. Auf diesem Dock liegt eine große Lieferung Marihuana. Hol sie und bring sie her. Es ist nicht... Ich muss was von der Kohle loswerden in Harlow. Ich bin gerade auf dem Sprung, muss woanders hin. Ruf mich später. Dann nochmal an. Ich verstehe. Ihr wart ja nicht. Machen sollen? Ihnen die dreckigen Schlitzaugen aus den Augen. Das ist ja wieder mal typisch.
gefällt mir ganz gut. Und dann diese Scheißweise. Ich glaube, er hat... Ich würde sagen, wir haben hier einen verdammt guten Fang gemacht. Versperrt am Pass diesen dämlichen Digger Emanuel den Weg. Was war das? Weißt du was? Das bringt mich auf eine verrückte Idee. Wir verkaufen das Gras, behalten die Kohle und hauen ab aus diesem Drecksfest. Lassen den ganzen Ärger mit Marcano einfach hinter uns. Kannst du dir vorstellen, wie viele Gewehrläufe dann auf uns gerichtet sind? Klar. Aber vielleicht können diese Gewehrläufe nicht so gut zielen, wenn wir so viel Geld im Rücken haben. Du bist ein völlig verrückter Hurensohn. Bin dabei. Gut. Da bist du. Selbstmordgefährdet, Schwanzlutscher? Thank you.
Gott, vergiss nicht, was diese Wichser diesen Ort angetan haben, Mr. Clay. Und ich auch nicht. Sieh an, wen haben wir denn da? Dachte schon, du hast mich vergessen. Gras schmuggeln kostet Zeit. So ist es, Frey. Kaum vorstellbar, wie es war, Leute zu schmuggeln. Wie viele hast du wohl rausgebracht aus Haiti? Ich erinnere mich nur an die, die ich nicht retten konnte. Ja, scheiße. In Vietnam haben wir auf eigene Faust hin und wieder ein Dorf evakuiert, wenn wir die Möglichkeit hatten, bevor das Napalm runterkam. Ein paar Mal war es richtig knapp, wenn die Bomber zu früh aufgetaucht sind. Und ich kann mich noch an jedes Gesicht erinnern. Wie viel waren das? 43. Hätten mehr sein können, aber einige haben uns nicht getraut. Dachten, wir führen sie in den Tod. Ich sehe noch die Angst in ihren Augen. Nichts motiviert besser als Angst. Wo du recht hast. Na raus damit. Wie viele waren es bei dir? 226. Alle Achtung. Hab jede Nacht Boote rausgeschleust. 10 Monate lang. Meist Frauen und Kinder. Die Männer waren entweder bei der Armee oder verschwunden. Wir wussten gar nicht, wohin mit den ganzen Flüchtlingen. Sind nicht immer alle lebend angekommen. Aber auf der Flucht vor Papadoc auf dem Bateau zu sterben, war besser als die Alternative. Mit diesen Redneck-Fickern fertig zu werden, ist dagegen der reinste Kindergeburtstag. Hättest du mir vor 15 Jahren erzählt, dass alles so kommt, ich hätte dich für verrückt erklärt. Ich dachte, ich sterbe mal als alter Mann im Kreis meiner Familie. Ja. In diesem Leben wahrscheinlich nicht. Nein. In diesem Leben nicht. Bring weiter das Marihuana rein, Freier. Das ist jetzt unser Leben. Fahr zu diesem Lagerhaus. Da ist ein großes Grasdepot. Kill die Arschlöcher, die es bewachen, und bring mir das Gras. Ich muss was von der Kohle loswerden in Harlow. Bin gleich da. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Willst du was einzahlen, Dale? Nee, du verlierst das. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ich weiß, dass du schätzt.
Bald bei euch. Haltet die Augen offen. Und ab dafür, Paket ist zur Tür raus. Arsch ist unterwegs. Holt euch! Ist nicht. Macht gut, Leute. Ende.
Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Ich will noch eben pissen. Dann bringe ich ihn raus zu dir. Einmal Auto. Wie bestellt. Perfekt. Und jetzt raus hier.
Sowas nennt man eine zweite Chance. Und jetzt verpiss dich. Hast du? Ich glaube, er ist weg. Ich hab nichts gefunden. Nichts. Weit und breit. Schafft ihn hier weg! Lockt ihn von mir! Satan, aus ihm raus! Nimm uns weg wie Unkraut! Piss auf dein Grab! Wohin ist dieser Wichser abgehauen? Er ist hier. Findet ihn. Hier ist er nicht. Bewege mich weiter vor. Näht uns weg wie Unkraut. Alles sauber hier. Haben wir fast in die Hosen geschissen. Ob er immer noch da drüben ist. Kerl hat schon wieder einen erwischt. Geführt, aber jetzt ist hier der Teufel los.
muss ein bisschen Cash loswerden in Barley. Etwas Geduld, bin so... Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Wehe, du verlierst. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Mach's dir bequem, Staff Sergeant. Ich brauche jemanden, der die Kohle für mich aus der Wald schafft. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Du verlierst das. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Abgeschlossen. Bin hier weg.
Achtung, Fuhre kommt runter. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Das war's. Thank you.
Gesehen. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Hollow schicken würdest? Ich gehe noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ich weiß das zu schätzen. Verdammte Scheiße, tut das weh! Ich fäng nicht mit! Ja, da hat schon wieder eine erwischt! Große Tatsache! Dann noch ein Level! Mehr.
die fliegt. Wahrscheinlich ist der längst weg. Sieh mal nach, ob er immer noch da drüben ist. Wir finden dich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich... Genau da drüben! Ich reiß dir den Arsch auf!
Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Bin gleich da. Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Komme schon, nur einen Augenblick. Pass gut drauf auf. Was bequem unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich. Du bist zufrieden damit. Wir sehen uns.